Die strukturelle Integrität der Erde ist in Gefahr. Diese Einrichtung ist älter als der Spalt. Da steckt ganz sicher noch mehr dahinter. Ich wusste, dass fehlende Munition irgendwann mal mein Schicksal sein wird. Bitte sprech nicht! Also halt die Klappe! Ich wusste, der Moment wird kommen. Der Moment, an dem nichts mehr geht. Da die Zeit knapp ist, soll das erstmal reichen. Vielleicht können wir was bauen und damit die Zellentür aus den Angeln heben. Vielleicht hat er sich selbst aus Angst in diese Zelle gesperrt. Deiner Gesichtsfarbe nach zu urteilen, ist dein Verlangen nach Alkohol, riesig. Das scheint mir ein guter Moment, um die Waffe zu wechseln. Ach, wie immer im Leben, fehlt auch hier was. Vielleicht sollte ich es an diesem Punkt mit meiner anderen Waffe versuchen. Ich würde meinen, dass meine andere Waffe jetzt effektiver ist. Diese Waffe ist leer. Aber was ist mit der anderen? Irgendeine meiner Waffen wird ja wohl Munition haben. Ich kann bestätigen, dass der Strom jetzt an ist. Maximale Munition! Ah, so einen Glücksfall soll man nicht hinterfragen.
Alkohol kann einen, wie diese Bonus-Drinks, auf ganz unerwartete Weise verändern. Wenn du das getrunken hast, dann hilfst du uns, oder? Er hat uns ein Hindernis aus dem Weg geräumt. Seine destruktiven Tendenzen sind doch hilfreich. Hey, bemerkst du überhaupt, dass du andauernd Körperschaden verlierst? Diese Leistung wird ja wohl auch in den Gebieten erbracht, die wir gerade nicht sehen, oder? Alkohol kann einen, wie diese Bonus-Drinks, auf ganz unerwartete Weise verändern. Ich komme wieder und dann bin ich besser ausgerüstet. Doppelte Punkte. Hey, Stuhlinger, siehst du die kleine 2 mit dem X daneben? Das heißt doppelt so viel. Du hast keinen ausgefallenen Geschmack, was? Er hat uns ein Hindernis aus dem Weg geräumt. Seine destruktiven Tendenzen sind doch hilfreich. Ah!
Ich vertrage keinen Fruchtzucker und keine Laktose. Na, hoffentlich geht das gut. Oh. Gut, dass du vorhin noch nicht da warst. Dein Ableben war unvermeidbar. Bislang sind meine Methoden recht effektiv. Diese Schnapsflasche könnte nützlich sein. Ach, wie immer im Leben fehlt auch hier was. Ich greife ja nur selten auf derartige Ausdrücke zurück, aber verpiss dich einfach! Das Richtige? Er hat uns ein Hindernis aus dem Weg geräumt. Seine destruktiven Tendenzen sind doch hilfreich. Mit meiner Brille habe ich bereits volle Sehkraft. Greifvögel sehen allerdings deutlich besser. Wäre das zu viel verlangt? Und wieder muss ich mich der Horde stellen, um einen Gegenstand zu finden, dessen Zweck unklar ist.
vielleicht hängt dieses Objekt mit den rätselhaften Fragezeichen zusammen, die wir gesehen haben. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Gäule können beißen und tun es auch. Diese Begegnung war viel unheimlicher, als ich mir gewünscht habe. Ist ja schon fast abzusehen. Tote sprechen nicht. Also halt die Klappe! Ich werde dein Leiden nicht hinauszögern. Ich halte nicht viel von dem Zeug, aber es hat durchaus seinen Nutzen. Man muss immer die Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Auch du! Er hat uns ein Hindernis aus dem Weg geräumt. Seine destruktiven Tendenzen sind doch hilfreich. Yeah!
da sieht man mal wieder das Prinzip Ursache, Wirkung. Nicht, dass ich darauf irgendeinen Wert legen würde. Wenn ich auch sonst Rätsel und Denksportaufgaben liebe, so ist dies doch eine denkbar lästige Verkomplizierung zum falschen Zeitpunkt. Ich verlange einen respektvollen Abstand mir gegenüber! Lassen. Gar keine! Null! Mir ist schon bewusst, dass ich einen widerlichen Geruch absondere. Yeah.
Ich bin wohl mitten im Zentrum dieser Giftwolke. Gefallen gebe ich nur zu gern zurück. Schreiner! Na bitte, das war auch längst mal fällig. Das hast du dir jetzt selbst zuzuschreiben. Und schon ist unsere gemeinsame Zukunft etwas rosiger. Du bist mir ein gutes Stück zu nahe gekommen. Kaboom! Sehr im Stil einer Kalaschnikow. Verstehe, warum Misty ihre Zuverlässigkeit so schätzt. Das werde ich ganz sicher nur zur Wiederbelebung benutzen. Im Kampf? Ah, nein, danke. Die Kriecher sind so nervig. Können wir nicht etwas Hilfe bekommen? Du wurdest mit höchster Präzision erledigt. Eine wirklich milde Gabe für die Bedürftigen. Mein olfaktorisches System reagiert abweisend auf diesen Gestank. Es gibt zahllose mögliche Enden. Allerdings gefallen mir einige mehr als andere. Besser als mich. Allerdings nur knapp innerhalb des Toleranzbereichs. Überall ist Blut. Ist aufmerksam, macht sich aber nur über mich lustig. Wenn ich richtig liege, beträgt die maximale Reichweite ca. 1829 Meter. Keine Sorge, ich werde einen Fluchtplan ausarbeiten. Eine wirklich milde Gabe für die Bedürftigen. Sondere ich vielleicht irgendein Pheromon, das die Biester anlockt? Doppelte Punkte. Die Macht der Multiplikation ist mit uns. Ich werde jetzt keine Spekulationen über die übernatürliche Natur von all dem anstellen. Mir ist schon bewusst, dass ich einen widerlichen Geruch absondere. Ah!
Schlüssel finde, werde ich mich rächen! Nur, dass diese Geschenke irgendwann wertvoller werden. Ich glaube, er will sich in Sicherheit bringen. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Gäule können beißen und tun es auch. Da sieht man mal wieder das Prinzip Ursache-Wirkung. Du hättest mich besser nicht provoziert! Eine wirklich milde Gabe für die Bedürftigen. Besiegelt, als du mich angefasst hast! Ich werde keine Gnade walten lassen! Gar keine! Null! Ich glaube, ich halte diesen üblen Geruch nicht mehr lange aus! Nicht verzagen! Instakill! Einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Gäule können beißen und tun es auch. Spekulationen über die übernatürliche Natur von Alten anstellen. Leider ist meine Metamorphose in eine Tötungsmaschine nur temporär. 4 Patronen in 4 Läufen macht 16 Kugeln. Na, das klingt doch effektiv. Wenn der Erfinder dieser Messer seine Kreativität doch nur für etwas Gutes verwendet hätte. Hat schon mal irgendwer über die Möglichkeit der Verstrahlung nachgedacht? Nicht?
dritte Punkt. Was ist denn mit euch los? Andauernd wollt ihr mich anfassen! Nur fürs Protokoll, ich mache das hier ohne jegliche nennenswerte Unterstützung. Spreche nicht! Also halt die Klappe! Erstmals gebaut gegen Ende des 20. Jahrhunderts, aber wirklich eine sehr... Ich würde ja über die Ironie lachen. Das hier ist eine reine Tragödie! Nicht da warst. Zeit für einen Schussverkauf. Eine wirklich milde Gabe für die Bedürftigen. Macht der Strahlenkanone! Eine wirklich milde Gabe für die Bedürftigen. Den Gefallen gebe ich nur zu gern zurück! Jetzt können wir weitaus schneller zu Punkten kommen. Wir sind immer noch ein Team, oder? Wenn auch ein Team wieder will. Wenn meine Berechnungen korrekt sind, schalte ich circa alle 1,21 Sekunden ein Ziel aus. Maximale Munition! Und schon ist unsere gemeinsame Zukunft etwas rosiger. Da sieht man mal wieder das Prinzip Ursache-Wirkung. Schussverkauf! Beile können beißen und tun es auch! Mir ist schon bewusst, dass ich einen widerlichen Geruch absondere. Ich habe nicht viel, aber immerhin etwas. Ich spreche von dem Geld! Was wollt ihr denn? Gehirne! Giftwolke! Hey! Bemerkst du überhaupt, dass du andauernd Körperteile verlierst?
hat schon mal irgendwer über die Möglichkeit der Verstrahlung Insta-Kill. Nachgedacht? Nicht? Wirklich milde Gabe für die Bedürftigen. Der Kopf ist ein weitaus kleineres Objekt als der Kopf. Umso beeindruckender war gerade dieser Schuss. Doppelte Punkte. Jetzt können wir weitaus schneller zu Punkten kommen. Mikrotransaktion bezeichnet. Du hast dein Schicksal in dem Moment besiegelt, als du mich angefasst hast! Ich glaube, ich halte diesen üblen Geruch nicht mehr lange aus! So schnell holt der Tod einen ein! Das haut sogar den stärksten Dickschädel um! Maximale Munition! So einen Glücksfall soll man nicht hinterfragen! Mir ist schon bewusst, dass ich einen widerlichen Geruch absondere. Insta-Kill! Ich bin bereit zum Angriff! Wer ist dabei? Hä? Keiner? Das Ende kommt oft schneller, als man denkt. Doppelte Punkte! Die Macht der Multiplikation ist mit uns! Insta-Kill! So mache ich mich sicher gut in Mistys Augen. Zeit für einen Schussverkauf! Na, das läuft ja wie geschmiert!
Was ist nun mit euch los? Andauernd wollt ihr mich anfassen! Ja, besser als nichts. Allerdings nur knapp innerhalb des Toleranzrahmens. Man muss immer die Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Auch du! Maximale Munition!